Hallihallo allerseits und stürmisches Wetter und herzlich willkommen zurück, unser Schatz. Jetzt geht's los hier und ja, nicht so schlecht, ne? Ich würde sagen, da kann man nicht groß meckern. Und es kommt ja noch besser. Hier unten scheint ja eine schöne Kupferquelle zu sein. Kupfer? Eisenerz. Wieso komme ich auf Kupfer? Egal. Das hier sind weg, damit wir da gleich wieder rauskommen. Wo ist eine Spitzhacke? Nein, wir haben die Spitzhacke zu Hause vergessen. Ah, das ist natürlich nun blöd. Die haben wir zu Hause vergessen. Na gut, dann machen wir es anders. Steinaxt, fertigen. Dann müssen wir die dafür nehmen. Das ist natürlich suboptimal. Das ist natürlich blöd gelaufen, aber nun, dann nehmen wir damit jetzt erstmal ein bisschen was mit hier. Ah, das ist natürlich jetzt blöd gelaufen, ey. Die haben wir vergessen. Wir wollten uns eine neue bauen und die liegt jetzt noch in der Werkbank. Oh oh, da kommt irgendwo einer. Komm her, ich messer ihn. Zack, erledigt. Mal ein bisschen blöd raus, ey. Hier ist mal ein bisschen ändern. Sag ja, ich habe nicht keine Lust, da unten drinne zu stecken. Und kommt dann wie so ein Zombie-Vieh an und dann sind wir Hops. Auch noch mal Eisenerz. Na gut, deswegen noch mal einiges an Eisenerz, ne? Wenn das jetzt natürlich auch ein bisschen blöd läuft mit der ollen Steinaxt. Ah, verdammt, ey. Die haben wir auch echt vergessen, aber. Auch noch überall, da ist ja auch noch. Es gibt wenigstens ordentlich Eisen, ne? Da haben wir wenigstens mal hier ein bisschen was. Nur gleich 200. Da ist doch schon mal was. Mein 200 müssten fast eingeschmolzen 1000 Eisen sein, ne? Meiner kommen mal 5 Stück raus bei einem Eisen. Also bei einem Eisenerz. Das hätte ja wenigstens etwas. Da ist Stein, da ist Stein, da ist Sand, Sand. Da hinten ist auch noch Eisen. Oh Mann, ey, das nervt so ein ganz bisschen mit der Spitzhacke, dass wir die vergessen haben. Da geht jetzt natürlich Zeit bei Flöten, was nicht hätte sein müssen. Jetzt ist die Steinaxt gleich auch kaputt. Jo. Kann man hier reparieren.
Adapter noch weg. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal einiges wieder. Man, auf der Höhe schon Eisenerz ist auch nicht schlecht. Das ist schon nicht verkehrt, ne? Vielleicht sollten wir bei uns in unserer Mine zu Hause sehen, wo es nach unten geht, auch tatsächlich irgendwie mal anfangen, ein paar Querschläge zu machen. Oh oh. Doch nicht. Es klang, als wenn da einer wieder anlaufen kommen würde. Ja, vielleicht hätten wir nicht echt Glück, wenn wir auf so einer bestimmten Höhe... Müssten gleich mal gucken, auf was für einer Höhe wir hier sind. Ob wir da dann zu Hause vielleicht auch eben mal auf der Höhe mal quer graben. Vielleicht finden wir da ja auch mal so ein bisschen Eisen. So, das sollte es gleich gewesen sein. Jo, das sieht so aus. So, zeigt uns hier die Höhe an. Karte. Höhe plus 40. Okay. Oh, da kam gerade sogar ein Anlatschen. Hallo, Freund. Na? Geh mal unser Moped weg. Na gut, du willst ein Duell? Komm her. So, Motorrad hier. Da ist der Abwurf, da fahren wir auch nochmal schnell lang. Ist hier noch was Berauschendes? Wahrscheinlich nicht, ne? Obwohl ich meine, wenn wir schon hier sind, können wir mal gucken, ob es hier noch irgendwas Besonderes gibt. Sowas versteckt. Oh Mann. Ey, das gibt's doch nicht. Laden und zielen. Feuer. Der olle Baum, ich dachte jetzt schon, ich hatte jetzt schon hier, dachte, da kommt wieder so ein blödes Vieh an Latschen. Hä? Kuckuck, ist jemand drinne? Scheint nicht so zu sein. So fängt es denn jetzt an zu gewittern? Sollen sowas, ey.
Steinchen noch mit hier. Schöner Gasgrill. Kann natürlich nicht mitnehmen, ne? So, wo ist denn jetzt hier unser Moped? Da. So, Richtung Abwurf. So, raus aus der Gewitterfront, da will ich nichts mehr zu tun haben hier. So weit kann er doch gar nicht weg sein, der Drop, oder? Das Flugzeug flog doch unheimlich dicht an uns vorbei, also... Von daher... Da. Oh. Vorbei. Ja, hart im Nehmen, ne? Im Endeffekt wieder nur essen. Komischerweise immer wieder essen, wo wir Massen davon haben, ne? Aber dass da wie hier mal so schöne Messbecher oder sowas drin wären. Nein, das geht natürlich nicht. So, rip. Einmal in die Richtung. Du bist durstig. Trinke Flüssigkeit. Ja gut, wir haben ja was dabei, ne? 18 Uhr. Ja, dann müssen wir jetzt auch hier gleich Gas geben, ne? Zurück nach Hause. Ich würde ganz gerne hier noch einmal bei dem Händler lang schauen. Ob der zufällig schon neue Sachen oder so hat. Vielleicht haben wir Glück, dass er hier irgendwas Berauschendes hat, ne? Zack. So, mal schnell hier rein. Guten Tag, mein Freund. Need assistance. So, soll ich die verkaufen? Ich weiß nicht, ob ich die noch wirklich brauche. Na, ist auch erstmal egal. Auf jeden Fall. Was hast du hier denn so? Nichts Besonderes. Auch nichts Besonderes. Schießpulver in Eimer. Auch nichts Besonderes. Naja. Also alles in allem nichts Prickelndes. Bisschen sollen wir hier... ein bisschen Munition kaufen. Können wir ja mal machen, ne? Mal so 40, 50 Schuss mit. Hammer. Great doing business with you. Come back and tell your friends. Ja, komm mal. Was ist denn los, Kumpel, hä? So. Zack.
So, weil ich wollte ja nicht eben hier, kann ich jetzt gar nicht. So, kipp dem schnell hier ein, zweimal trinken rein. So, und jetzt im Gucken, können wir der Straße folgen, mehr oder weniger. Folgen wir erstmal, da kommen wir schon wieder wie Vieh anlatschen. Und da geht's Richtung Bett. Dann fahren wir da auch mal hin in die Richtung. Das war eine schietige Idee. Wir haben fast hier schon wieder ans Wasser gelandet. So, hier gibt's eine Straße. So, wenn mit der Straße... Halt. Jetzt nach der Straße hier folgen, kommen wir dahin. Wir folgen ja erstmal. Okay, wenn wir da, könnten wir wahrscheinlich direkt weiter geradeaus fahren, ne? Working Stiff Tools. Ist das ein Händler? Nee, oder? Nee. Was das Auto angemacht? Ein Unfall? Da sind wir... Oh Mann, da ist noch ein ganz schönes Stück, war. Oh oh, ich glaube, da bricht ein Haus gerade ein. Oh ja, es bricht ein. Hier endet die Straße mit einem Haus. Da haben wir den Architekten hier, oder müssen wir, glaube ich, nochmal reden. Das ist ja nicht so richtig, was die hier so fabrizieren und bauen. Da, okay, da durch. Folgen wir der Straße Richtung nach Hause. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Bis da sind, zack, zack, ja. Gleich einen kleinen Schlag nach links. Oh, da ist auch noch unser Benzin hier alle. Quatsch, ich muss erstmal hier da Storage. So, wo sind wir jetzt? Da. Okay. Da ist die Hauptstraße. Sehr gut. Farm-Moped. Sie war böse. Okay,
Okay, also am See vorbei und danach können wir uns dann bald die Straße mal rechts halten. So, und da vorne müssten wir uns dann rechts halten. Vielleicht irgendwann mal. Hier oben auf dem Berg war auch irgendwie eine Quest oder so, ne? Da könnte man auch nochmal gucken gehen, was genau da eigentlich war. So, wenn ich jetzt im Prinzip so weiterfahre, komme ich direkt nach Hause. Direkt geht's nicht. Ich muss ja mal ein bisschen ausweichen. So, hier lang. Zack, so. Das hätten wir. Ich kann hier schon am Anfang ein bisschen Sand wegzunehmen. Damit wir hier nicht schön so eine kleine Auffahrt später bauen können, wo wir dann richtig schön hochfahren können, ne? So, ich glaube, da kommt man rum. Muss ja so sein, dass man mit Roller da einmal dran langkommt, ne? Tür zu. Okay. So, die zu. Unser Holz ist hier ausgegangen, wa? Oh, kann ich das überhaupt noch hier? Zack, aber so, zack. Zack, einschalten. Und dann hier, unser Eisen. Ach komm hier, und 6000 lebende Erde da rein. So, die kann damit rein. Dann nehmen wir das erstmal raus. Einschalten hier. So, Zement schon mal wieder. Zack, fertig. Zack. Gut, einschalten. Zement, fertig. Und, die Nacht brennt an. So. Klack. So, hier ist mal die Silber... Die nicht. Das kommt da erstmal rein. Dann das da rein. Erstmal hier das ganze Essen hier rein.
Zack, 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 zack. Das Bier kommt da aus mal rein. Okay. So, dann haben wir hier noch eben ein paar Stofffetzen. Trockenes Glas kann da mit rein. Das Mehl kann da mit rein. Maismehl. Ah, jetzt hätte ich da ja gleich die Kohle mit reinschmeißen können, ne? So, das muss da noch mit rein. Das kommt in die andere Teil. Das kommt da hinten hin. Das kann hier mit rein. Falsch. Da. Stimmt auch gar nicht. Kommt hier mit rein. Bei Werkzeug hat es mir hier reingepackt, ne? Da, ja. Das Teil da mit rein. Oh, da kann ich jetzt bald auch mal was von bauen, ne? So, hier die Munition. Die kann da hinten mit rein. So, da kommt das alles mit rein. So, guck an. 60 Schuss schon mal. Dann haben wir hier noch eben. Zack, der Glas. Gut, 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 gut. Zack. Zack. Betonmischung schon mal wieder herstellen. Bruchsand. 200 mixen. Ja, noch Bruchsand drin, ja. Zack. So, Stahlgerüst hier. Eisenstangen. Und hier Betonmischung ansetzen. So, kommt her. Sehr schön. Die packen wir hinten am hin. Einmal hier, zack. Copy Rotation. So, zwei Stück haben wir noch. Ja, siehst du, haben wir es hier auch bald. Cool, dann hier noch und dann das hier oben. Eisenstangen anschmeißen. Wie viel können wir schon wieder? 20 Stück, fertig. Gut, ihr Lieben, wir sind wieder mal am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich werde die Nacht durch jetzt hier unten noch ein bisschen rumkloppen und werde das dann noch ein bisschen anders bauen, so wie ich es vorhabe. Ja, ich baue, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall werde ich jetzt mal wegkloppen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin jetzt mal. Ciao, ciao.